In diesem Lernvideo hier geht es um die Standardabweichung. Neben dem arithmetischen Mittelwert handelt es sich hierbei um eine der meistverwendeten statistischen Kennzahlen und Rechengrößen. Bevor ich Ihnen jetzt dazu Zahlen aufschreiben kann, muss ich vielleicht anmerken, dass wie bei vielen Beispielrechnungen hier Vereinfachungen gemacht werden. Natürlich haben wir nicht einen vollen Datensatz vor uns. Wir wollen uns jetzt erstmal in einem kleinen Aufgabenbeispiel mit wenigen Zahlen vor Augen führen, wie sie denn rechnerisch zu ermitteln ist. Deswegen nehme ich mir einfach mal irgendwie ein paar erfundene Zahlenwerte raus und ich würde mich mal an Mieten orientieren. Das ist was, was wir aus unserem Alltagsleben ganz gut kennen, wo wir eine gewisse Einschätzung haben dafür und wo wir vielleicht eben dann auch gewisse Interpretationen ableiten können und vielleicht auch Dinge wiederholen können für eigene Dinge oder eigene Beobachtungen, die wir im Alltag machen. Denn Mieten können wir gerade schnell im Internet bei einem Immobilienportal wie Immobilien-Scout oder Immobilienwelt im Prinzip finden und deswegen vielleicht ist ganz geeignet als Beispiel. Wir sagen ja in der Statistik und Mathematik zu einem Datenpunkt, zu Informationen, die wir haben, immer XI. Und Sie sehen, ich tabelliere das hier mal. Genau so habe ich es im aktuellen Statistikkompendium der VWA und der DIA im Prinzip auch gemacht, dass ich hingehe und ab der Seite 85 im Prinzip mit ein paar Beispielzahlen so eine Art Tabellenraster fülle. Ich bin jetzt hier einfach mit ein paar Zahlen unterwegs. Ich hätte jetzt eine Miete mit 8 Euro, dann hätte ich jetzt eine mit 10, dann würde ich eine dritte erfinden, jetzt mal schnell mit 12, dann wieder vielleicht 8 und dann nochmal 10. Ja, ich habe jetzt einfach ein paar Mieten hier genommen und die könnten Sie natürlich selber auch ablesen aus dem Markt. Ich möchte aber erstmal eben diese Rechenmethode vorstellen. Auch wenn Sie fünf andere Zahlen genommen hätten, wäre es ganz gut machbar. Ich habe ganz oft Zahlenbeispiele im Unterricht verwendet, die diese Daten schon sortieren, von klein nach groß, damit man den Median ablesen kann. Aber da es jetzt um den gerade nicht geht, würde das hier keine große Rolle spielen. Zunächst einmal machen wir was, was wir schon kennen. Jeder kann einen Durchschnitt berechnen und deswegen ist es hier vielleicht relativ einfach zu sagen, wir machen 8 plus 10 plus 12 plus 8 plus 10. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist die Gesamtsumme hier 48. Das wäre die Gesamtsumme, die ich hier über diese Spalte hier bilde. Ich glaube, das kommt der Sache sehr, sehr nahe. Und wenn ich das jetzt hier durch die fünf Zahlen teile, die ich in meinem Datensatz drin habe, dann wäre jetzt x quer, der arithmetische Mittelwert, 9,6. Sprich, wenn diese Stadt hier Musterhausen hieße und ich hätte diese Mieten am Markt ermittelt oder in meiner Mietpreissammlung drin, dann müsste ich von einer Durchschnittsmiete von 69 sprechen und würde jetzt eigentlich erst richtig in die Standardabweichungsberechnung einsteigen. Denn ich beginne jetzt damit quasi einen einzelnen Wert, XI, zu vergleichen mit dessen Durchschnittserwartungsbetrachtung. Also 8 Euro Miete, bin ich jetzt mit denen billiger oder teurer als der Markt? Der Markt ist bei 9,60 Euro und infolgedessen muss ich sagen, ich bin 1,60 Euro minus 1,6 billiger. Der Zehner minus 9,60 Euro ermittelt 40 Cent teurer. Und entsprechend sind das hier 2,40 Euro, das hier minus 1,6 und das hier am Ende nochmal 0,44 Cent. Rechentechnisch ist die Standardabweichung auch in Excel einprogrammiert. Wir machen die jetzt nur händisch, damit wir sie nachvollziehen können. Aber nur mal am Rande, in Excel wäre eine der möglichen Formeln, es gibt sogar mehrere, die Formel STAPWA und da müssen Sie im Klammerbereich noch auswählen, was Sie wollen. Damit können Sie immer, wenn Sie eigene Berechnungen durchführen, Ihre Ergebnisse checken. Denn ich bin jetzt an einem Punkt, wo schon die ersten Fehlerquellen passieren. Manchmal wird das hier aufsummiert und dann wundert man sich, dass es 0 gibt. Warum gibt es 0? Naja, wenn Sie von jeder Zahl den Mittelwert abziehen, den Durchschnitt, ne, der Durchschnitt ist ja die Mitte vom Datensatz, dann kann da gar nichts anderes rauskommen, als sich die Plusabweichungen und die Minusabweichungen jeweils ausgleichen. Ne, das macht keinen Sinn. Und deswegen gibt es ja in der Statistik zwei Wege. Die Standardabweichung hat einen davon beschritten, nämlich das Quadrieren, aber zwei mögliche Wege, von denen wir jetzt eben den Quadratweg wählen, mit xi minus x quer zum Quadrat. Denn die Plusabweichung und die Minusabweichung können sich nicht mehr ausgleichen, wenn ich sie vorher mit sich selbst multipliziert habe. Denn Minus mal Minus gibt ja bekanntlich Plus. 1,60 € zum Quadrat gibt am Ende 2,56 €. Das ist das, was ich hier eintrage, wenn ich quadriert habe. Sie merken auch, dass das so ein bisschen Klausurstyle schon ist. Denn in der Klausur wird man ja die ersten Schritte eines Rechenwegs immer skizzieren, um zu zeigen, was man denn so getan hat. Also eine Rechnung ist ganz gut. Sie dürfen auch hier gern mal ein bisschen ausführlicher sein, so 1,6 hoch 2 hinschreiben, aber so das, was ich aufschreibe, ist immer so ein bisschen am Minimum orientiert. Wenn ich mich nicht vertan habe, ist das hier 0,16, denn wenn ich 0,4 quadriere, jawohl, kommt das heraus.
Ich kann da unten schon abschreiben, denn da sind es ja dieselben Zahlen. Nur meine 2,4, die sollte ich vielleicht nochmal durch den Taschenrechner jagen. Das sind jetzt bei mir 5,76. Das hier sind die quadrierten Werte. Bitte bedenken Sie, wenn jetzt da vorne drin stehen würde Euro pro Quadratmeter, dann reden wir davon, dass da hinten Euro pro Quadratmeter und das Ganze nochmal hoch 2 stehen würde. Bitte bedenken Sie schon das. Darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen, denn wir müssen mit diesen Zahlen hier noch was machen. Wir sind noch nicht ganz am Ende bei der Standardabweichung, wenn wir jetzt diese Zahlen hier haben. Also es wird nicht ganz so leicht sein wie bei der Durchschnittsbilderei. Es gibt nämlich noch 3 Punkte, die wir berücksichtigen müssen. Punkt Nummer 1, summieren wir bitte mal diese Zahlen. 5,76 Euro, dann kommen 2,56 Euro, 0,16, dann nochmal 2,56 und 0,16 dazu. Und ich bin jetzt hier bei 11,2. Ja, der zweite Punkt ist dann, dass ich das hier teilen soll. Und bedenken Sie bitte, da stand durch 5, aber hier nur durch 4. Das ist eine Sache, die vielleicht am Rande erklärt werden sollte. Denn der Teiler bei Standardabweichungen und bei der Vorstufe, die wir hier gerade rechnen, der Varianz, der ist immer 1 kleiner. Denn bedenken Sie bitte mit mir, dieses Maß hier, das bezeichnet Unterschiede. Damit messe ich, wie unterschiedlich Daten sind. Damit messe ich die Daten selber. Und da ist vielleicht ein Beispiel mit Körpergröße ganz gut. Wenn ich jetzt hier jemanden angucke, der hat eine Körpergröße von 1,70 Meter und der andere, der Durchschnittsbürger, der hat 1,78 Meter. Dann sind das hier beides Größen, mit denen kann ich einen Durchschnitt berechnen. Das sind 2 und daraus mache ich einen Durchschnittswert. Aber wenn ich über eine Abweichung rede, das Ding heißt ja Standardabweichung, ein Maß für die Streuung im Datensatz, dann ist das ein Maß für Unterschied. Ich habe jetzt hier 2 Personen, aber nur einen möglichen Unterschied, den ich berechnen kann. Und das ist der Punkt. Es gibt, auch wenn wir noch eine dritte Person hätten mit 1,95 und ich würde dann sagen, ja klar, die ist 17 cm größer wie der 1,78er, dann würde ich merken, 3 Personen sind 2 Unterschiede. Und deswegen ist der Unterschiedsteiler hier unten immer 1 kleiner wie die Zahl der Daten, die ich da reinstecke. Bitte bedenken Sie das, denn es macht vor allem bei kleinen Stichproben, bei kleinen Gruppengrößen einen erheblichen Unterschied. Das wäre sehr, sehr wichtig, das immer im Hinterkopf zu behalten. Also nicht durch 5 Datenpunkte, sondern immer durch einen Datenpunkt weniger teilen. Das wäre ideal. Also erreichen wir 11,2 geteilt durch 4, am Ende 2,8. Wir erinnern uns aber daran, dieses Ding war immer noch in quadrierten Einheiten. Und deswegen ist der Bezeichner dafür nicht irgendwie Streuung, sondern Streuung hoch 2. Und das nennen wir in der Statistik Varianz. Die Varianz, die Größe mit den Quadrateinheiten, die ist eben leider noch nicht ganz das, wo wir hinwollen. Und so ist unser dritter Rechenschritt, von dem ich gerade sprach, das Zurückführen der Quadrateinheiten, also quasi meine Euro-Quadrate auf Euro, geht am besten dann, wenn ich jetzt wieder rückwärts die Wurzel ziehe. Ich gehe quasi das rückgängig machen, was ich durchs Quadrieren problematisiert habe. Insofern würde ich sagen, das S ist gleich Wurzel aus S Quadrat natürlich und entsprechend dann die Wurzel aus 2,8. Und infolgedessen, davon die Wurzel zu ziehen, bedeutet 1,67, noch ein paar Nachkommastellen, 2 sollen uns jetzt reichen und dann hätten wir entsprechend das, was wir in der Statistik die Standardabweichung nennen. Ja, eine Größe, die wir nutzen, um Vergleiche in Datensätzen zu machen und vor allem die Streuung in Datensätzen zu messen. Das wäre hier, glaube ich, ganz entscheidend. Noch von Interesse ist eben, dass wir das ganz oft so angeben, dass wir eine Klammer aufschreiben, x² plus minus s, also mit anderen Worten 9,6 und den üblichen Streuungsbereich daneben schreiben, nämlich damit so eine Art Üblichkeit ausdehnen. Und wenn man ein bisschen tiefer in die Statistik einsteigt, dann würde man dann jetzt sagen, okay, in dem Bereich, da liegen so roundabout 2/3 aller Datenpunkte. Das soll es jetzt aber zunächst mal für die Berechnung dieser Methodik hier gewesen sein. Das wäre jetzt ein nächster Themenbereich, der neu aufgeht.